Ja, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Trainsim World. Das wird vermutlich ein etwas kürzeres Video, denn wir machen hier einen kleinen Rangierdienst mit der Class Oeigt und spielen halt maximal eine Viertelstunde. Mal schauen. Wir sollen hier ein paar geladene Wagen hier rumfahren. Das werden wir jetzt auch mal machen. Wir gehen mal rein. Und setzen uns mal hin. Und das mal hier vorbereiten. Okay, dann machen wir gerade das hat ein an Formation ankuppeln. Schauen wir mal, ob hier das schon vorbereitet ist. Das sieht aber gut aus. Okay. Ja dann. Kurz Achtungspfiff. Was war denn das jetzt für ein Geräusch? Na gut, tschüss mal. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von unglaublichen 15 Meilen pro Stunde. Ah, ist schon eine geile Schaltdeck-Lokomotive, muss ich schon sagen. Hätte ich jetzt Bock, mir das in den Garten reinzustellen und damit rumzufahren. Eine passende Größe für sowas. Mal auch hier rausgehen. Ja. Wird auf die linke Seite. Naja, kann ich irgendwie nicht. Ja, sieht schon geil aus mit der Sonne. Schaut, dass hier die Texturen so ein bisschen verwaschen sind. Okay, gehen wir mal in den Leerlauf. Ah, das war jetzt ein bisschen viel Gebremse. Komm, schön ran. Ja, da hat es mich jetzt nochmal weggenatscht. Okay, schauen wir mal, ob das reicht. Oh, cool. Hat funktioniert. Nächste Aufgabe. Anhalten, Tesra, Schierbahnhof. Da hinten. Okay. Schauen wir mal auf die Karte. Wo willst du uns hinhaben? Ah, ja, da hinten rein. Okay. Ja dann, ab die Post. Ah. Rückwärts wäre vielleicht noch eine Idee, ne? Du schaffst es. Also, Aussicht hat man eigentlich echt eine gute hier. Ist eigentlich so ein geiles Detail, dass du es einfach mal so hin und her schwanken kannst. Einfach, aber funktioniert.
frage mich, ob man dann die anderen Wagen dort ankuppeln müssen mit dem. Oder ob die da einfach nur hinstellen. Also für 15.36 Uhr ist die Sonne schon sehr tief hier. So. Ich werde noch ein bisschen weiter nach hinten fahren. Ein bisschen überschossen, aber das sollte jetzt ja nicht so schlimm sein. Verband. Ah, doch ankuppeln. Welche jetzt? Die da, die da. Oh, da hätte ich jetzt aber nicht so weit rausfahren müssen. Da, naja. Und du hast mir das jetzt hier. Okay, das stimmt noch wie vor. Hat er mir das da schon umgelegt? Okay. Ja, dann machen wir einmal hier quasi ein auf Rangiermeister da. Stellen uns mal hier so hinten hin. Oder bei der Leiter. Ja, bei der Leiter so. Okay. Achtungspfiff. Wir sind aber ganz schön am Ächzen hier. Na komm, ihr schafft's es. Und dann hört's auf einmal auf. Okay. Verkneif mir dazu einen Kommentar. Da sind sie ja schon. Das ist wirklich ein Stellwerk. Sieht schon ein bisschen nach Stellwerk aus hier. Na, die Sichtfenster sind da ein bisschen komisch. Da hat sogar die Treppe. Aber wisst ihr was, da gehen wir da mal kurz hin. Ich will mir das mal kurz ansehen. Weg mit der Leistung. Danke an die magischen Handweichen, dass sie für uns schon mal den Weg eingestellt haben. Könnt ihr ein bisschen fester rumsen. Geil! ja, ich glaube, ich mache das gerade nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, liebe Leute, wir sind wieder auf dem Punkt, wo wir vorher gewesen sind. Ich bin jetzt gerade auf der Hinfahrt. Hier.
Und ich hoffe, das klappt jetzt diesmal ein bisschen besser. So, schön bremsen. Na, bleib jetzt komplett stehen. Ja, hab's mir schon fast gedacht. Komm, bitte nochmal kurz randrücken hier. Oh Gott, ein bisschen noch. Ja, wunderbar. Okay, koppel bitte. Mhm. Okay, und dann sollen wir da draußen wieder anhalten. Vermutlich wieder die gleiche Stelle, oder? Ja, diesmal weiter nach vorne. Okay, bevor wir das tun, konnten wir schnell einen Richtungswender voreinstellen. Will ich mir das eine Gebäude da schnell anschauen. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Das könnte sein, dass hier irgendwas rumfährt. Okay. Wir nehmen die Brücke. Könnte halt wirklich wie so ein Stellwerk für hier sein. Soll das so? Ich frag mal für einen Freund. Okay. Nein! Unsichtbare Wand. Ich komme da nicht rauf. Aber ja, es hat schon den Look and Feel, dass das hier ein Stellwerk ist. Hm. Komischer Abschluss hier. Naja, gehen wir wieder zurück zu unserem Haus. Zum Zug. Ist das Wasser eigentlich animiert? Ja, okay. Ich weiß natürlich, der Overhead. Ich vermute mal, an die müssen wir dann auch noch ankoppeln. Wird halt langsam ein bisschen schwer. So, haben wir wieder Ruhe. Achtungspfiff. Komm, du schaffst es. Also, der Sound von den Wagen ist schon ein bisschen buggy, ja? Sehr gut. So, Geschwindigkeit habe ich auf dem Waydriver. Ich glaube, die Stoppposition sehe ich auch so. Ja. So, Maximum Schmackes. Ich weiß gar nicht, was das Schwerste ist, was die da ziehen kann, darf.
13 Meilen pro Stunde. Dürfen wir dann gleich wieder anhalten. Boah, fast die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Okay. Runter mit der Leistung und ein bisschen einbremsen. Naja, bisschen überzogen. Eine Wagenlänge. Okay, Fahrzeuge abkuppeln. Machen wir doch. War es das jetzt schon mit dem Rangieren? Und da vorne anhalten. Okay. Haben wir wieder die magischen Handweichen da vorne. Ich glaube, ich kann eh nicht viel falsch machen. Okay. Tschüss, Kowski. Schon geiler Sound, wenn sie mit der Motor gerade so hoch dreht. Das vor sich hin blubbern. Oder holen wir jetzt doch die anderen und müssen die dann an den Verband hier irgendwie ankuppeln. Meine Katze macht gerade komische Dinge. Oh nein, ich muss jetzt da direkt bei dem haltzeigenden Signal anhalten. Da darf ich nicht drüber fahren. Sonst ist das Spiel wieder unglücklich mit mir. Ah, ich hasse sowas. Yes. Über ein Ohr. Ah, ich glaube, wir holen jetzt wirklich die anderen Wagen. Und tschüss. Ja, hätten wir jetzt eine Class 09, könnten wir ein bisschen schneller fahren. Ich glaube, die darf 35 fahren. Cool. Ich dachte, ich verlasse mich mal auf die magischen Handweichen. Hat's hier wohl nicht. Dann gehen wir halt wieder nach hinten. So die Gemeinheit. Okay, wir müssen aber eh nicht ganz nach hinten fahren. Ach, dieser Sound, ich liebe es. So, na, gehen wir mal in diese Ansicht. Wir sollen auf das Gleis da. Cool. Und da können wir dann aufschneiden. Vorwärts. Na, fahren wir jetzt richtig?
Nice. Schneller werden. Ach, die in solches einfach am besten. Schön auf der Seite rausgucken. An einem Ort anhalten, Tees Rangierbahnhof. Oh, das setzen wir jetzt um. Aber ich glaube, das ist der gleiche Punkt, wo wir vorher schon angefangen haben. Kann mir eigentlich mal einer sagen, warum die da so einen komischen Knick drin haben? Was das eigentlich für einen Sinn hat? Dafür jetzt okay, ja, glaub schon. Das war so ein bisschen zu viel. Cool. Anhalten in Tees Rangier Absteckgleis. Spiel, was hast du vor? Oh, das ist jetzt wirklich einfach nur die Abstellung. Warte mal. Nein, wir müssen ja rückwärts. Ja, doch, rückwärts. So, jetzt. So, kleine Lok, gib Gas. Gehen wir mal nach innen hier. Oh, ein bisschen schneller darf es noch sein. Ach so. Eine Lokbremse angezogen gehabt. Ich habe schon gedacht, warum zieht es denn so schwer weg? Mensch, was für eine chaotische Fahrt hier. So, ach, das war's schon. Ah, ich dachte, da gibt's vielleicht ein bisschen mehr Rangieren mit der. Aber ja, okay. Gut, dann ist das mal eine kürzere Folge. Aber naja, war witzig. Auch wenn wir da eine kleine Entgleisung gehabt haben. Aber ja, typisch ich. Hoffe, euch gefallen und dann bis zum nächsten Abenteuer. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.